Rüstungsexperte Dr. Winzer, seine Frau Helga, die Tochter Nathalie, der zwielichtige Journalist Kirsch oder Konzernchef Peters. Die Spur führte die Bretagne in die gefährliche Welt der Spionage. Gelingt es Dr. Renz und Josef Matula, den wahren Täter zu finden? Der dritte und letzte Teil dieses Krimis, also morgen um 19.30 Uhr. Spätestens um 21.15 Uhr morgen Abend kommen wir dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Reportagen aus den Bereichen Wirtschaft und Soziales in Wieso. Was machen wir denn morgen Abend, Paul? Was wir immer machen, Fernsehen. Fernsehen, aha. Nichts, aha, Wieso. Wieso? Wieso. Wieso, wieso, wieso? Na, Wieso, Wirtschaft und Soziales. Ach so, Wieso. Die bringen morgen Holzschwämme und Waldsterben und Lohnsteuertipps. Ich weiß sogar, wer da mitmacht. Und wer? Benno Hoffmann. Aha. Ja, und Herr Lapterer. Ja, was machen die beiden denn in Wieso? Ja, das werden wir ja sehen, morgen Abend, 8:45 im ZDF. Zu viel zum morgigen Programm. Und jetzt, verehrte Zuschauer, zeigen wir Ihnen den zweiten Teil des Spielfilms Kampf um Rom, der nach dem gleichnamigen Roman von Felix Dahn entstanden ist. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Ereignisse im ersten Teil, der mit der Niederlage Belisars endete, erleben Sie jetzt die Bemühungen des Ostgoten Königs Totila, sein Volk mit den Römern zu versöhnen. Das allerdings stört die Pläne des Cethegus und im Hintergrund wartet Narses auf seine Chance.